Freunde, herzlich willkommen GMC 22 hier in Hamburg. Ground and Pound ist für euch vor Ort und neben mir steht jetzt der alte und neue Champion Dimitar Kostov. Er hat heute seinen Titel verteidigt gegen einen, ja, man kann es so sagen, Eisenschädel aus Italien, André Colanzingari. Dimitar, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ja, schilder uns mal deine Eindrücke jetzt direkt nach dem Kampf. Hallo erstmal. Ja, André war echt starke Gegner. Also ringerisch im Stand, ich war besser, technischer, kräftiger, aber so wie wir alle gesehen haben, er könnte echt gut ab, das muss ich hinzugeben, er könnte echt gut ab, harter Kopf, Eisenschädel, wie du gesagt hast, und ja, Gott sei Dank könnte ich ihn dann in der vierten Runde finishen. Ist es so verlaufen, wie du das erwartet hast? Hast du so einen, ja, starken oder zähen Gegner erwartet? Ja und nein. Meine Vorstellungen waren anders. Also ich dachte mir, er wird kräftiger sein und nicht so. Also ich habe nicht gedacht, dass er so gut Schläge ab kann. Ich habe in der letzten Zeit sehr gut mein Boxing gepusht, sehr viel gearbeitet dafür und ich dachte mir, wird es einfach im Stand sein gegen ihn. Okay, er hat mich auch ab und zu getroffen, aber sozusagen, ich dachte, ich knock ihn früher aus. Du sprichst es an, dein Stand-up. Wenn man deine Kämpfe anschaut, ja, in der Vergangenheit, da waren vermehrt noch so deine ringerischen Wurzeln zu erkennen. Mehr und mehr, glaube ich, kristallisiert sich so ein bisschen auch der Standkämpfer, die mit der Kostov heraus. Ist das so? Ich arbeite genau, also gleich an alle meine Stärken, ringerisch, Boden, im Stand. Aber ich, also ein intelligenter Kämpfer, passt sich nach dem Gegner aus. Also ich wusste, ich bin besser im Stand, deswegen dachte ich mir, okay, ich kämpfe einfach im Stand gegen ihn. Ich mach's schlauer. Warum soll ich mit ihm ringen, wenn ich weiß, dass ich im Stand besser bin? Aber ich glaube, wir haben alle gesehen, dass ich ringerisch auch besser war. Also von daher, ja. Es klingt alles so einfach, ja, aber wer das schon mal probiert hat, der weiß, da steckt viel, viel Arbeit dahinter. Und deswegen gebe ich auch mal, kleinen Moment, rutsch mal ein Stück rüber, gebe ich vielleicht auch mal die Frage weiter an das Trainerteam, Ismail Sedinkaya. Wie hast du ihn vorbereitet? Wo hast du die Stärken des Gegners gesehen? Und wie fandest du heute das, was er dann auch umgesetzt hat? Also von Anfang an wussten wir, dass der Gegner ein ziemlich starker Bodenmann ist. Aber zudem, der Typ ist auch ein sehr guter Thai-Boxer. Er ist ein sehr paradoxer Kämpfer gewesen. Wir wussten nicht, geht er runter, bleibt er oben, wird er aggressiv sein, wird er offensiv sein. Deswegen haben wir eher so viel Stand gemacht, wenig Boden. Und dafür, dass, also mehr Takedown-Defense, damit er die mir oben bleibt und ihn halt mit langen Schlägen runterholt und irgendwann halt Ground and Pound. Aber dass der Gegner so hart wird, wirklich, das hat keiner erwartet. Also Dimitar hat auch seine Hand verletzt. In der dritten Runde kam er zu mir und sagte, ich kann mit linker Hand nicht mehr schlagen. Dann hatte ich Herzrasen gehabt, weil das ist eine starke Hand. Und dann dachten wir, scheiße, jetzt müssen wir Plan B. Und Plan B wäre, den Typen zu Boden zu holen. Aber weil wir gesehen haben, der Typ war unglaublich gefährlich am Boden, dann wollte ich das auch nicht. Aber Gott sei Dank hat das vierte Runde dann den Kampf beendet. Das kam dann ja, nicht zu spät, zum richtigen Zeitpunkt, wie man das so hört. Ja, wie hat's denn, ich gebe es auch mal weiter an die restliche Ecke. Uwe, ich darf dich auch begrüßen in der Ecke. Du warst heute auch mit oben im Cage, nicht nur beim Staredown später, oder war das davor? Davor war das. Davor, sondern auch in der Betreuung. Wie erlebst du das aus dieser Perspektive? Wir haben dich ja jetzt einmal gesehen im Cage und jetzt ja, so aus der Eckenperspektive. Wie erlebst du das? Ja, ich habe es einfach bewundert. Dimitar, seine Escapes, die fand ich richtig gut. Seine boxerischen Kontertechniken waren Hammer. Ab und zu war da der ein oder andere Fehler so beim vorne reinlaufen und so weiter. Aber der Gegner war auch einfach ein krasser Brocken. Also, wie du gesagt hast, das passt einfach Eisenschädel. Das war echt ein Power-Typ. Aber Dimitar war einfach der bessere, der stärkere Krieger und technisch besser. Also, es war aber echt für mich der beste Kampf des Abends.
Auf jeden Fall einer der Besten, das kann man wohl ja, mit aller Bescheidenheit so sagen. Deswegen auch als Fan ganz einfach vielen lieben Dank für diesen wirklich spektakulären Kampf. Aber apropos Kampf, Uwe, wenn wir dich hier schon mal so an der Kamera haben, vielleicht ein paar Worte noch zu deiner näheren Zukunft bezüglich des Kampfes. Bezüglich des Kampfes, es wird hart trainiert, es wird sich kein Tag freigenommen und ich werde mein Bestes geben. Was erwartest du? Ich erwarte gar nichts. Ich will einfach die 3 Runden so durchziehen, wie ich einfach nur kann. Und ja, gib alles. An den Trainer, was erwartest du denn? Also ich kann ja schon sagen, das wird ein sehr Arbeitskampf werden. Das wird ein sehr harter Kampf werden. Der Gegner ist ein sehr guter Kämpfer, sehr intelligenter, netter Typ. Und darauf freuen wir uns, dass wir endlich mal einen Gegner haben, der gut ist. Bei dem wir auch bei dem Zuschauer beweisen, was Uwe auch wirklich drauf hat. Da sind wir sehr gespannt. Klar, man muss sich eben auch ein gewisses Level immer vor die Nase packen, um einfach auch selber zu wachsen, ganz klar. Vor die Nase packen, kommen wir zu dir zurück, Dimitar. Was können wir bei dir jetzt sportlich dann in der nächsten Zukunft erwarten? Also ich fliege erstmal übermorgen in Urlaub, erstmal mich ausruhen, das war eine lange Vorbereitung. Und dann, wenn ich zurück bin, schauen wir weiter, planen wir mit meinem Trainer, mit meinem Manager. Und ja, mein Ringentrainer ist ja auch hier. Ich arbeite seit kurzem mit André, mein neuer Ringentrainer. Und ja, wir planen gemeinsam, was kommt. Erstmal gar nichts. Erstmal ausruhen und dann gucken wir. Aber ich will auf jeden Fall Ende des Jahres noch einen Kampf machen. Das ist ja nicht mehr so viel Zeit, ne? Also wenn der Urlaub noch dazwischen ist, dann musst du aber jetzt... Wie meine Hand ist. Sorry, dass ich unterbreche. Ich gucke erstmal, wie meine Hand ist, dass so schnell wie möglich heilt und dann gucken wir. Du bist ja in letzter Zeit in den letzten Kämpfen auch so ein bisschen ins Ausland auf Erfahrungsreise gewesen, sag ich mal. Das lief jetzt, wenn man rein auf die Ergebnisse der Kämpfe schaut, jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie du es wahrscheinlich gehofft hast. Wird man dich dann weiter auch noch im internationalen Bereich jetzt erleben? Mein letzter Kampf war in Schweden, da habe ich mit TKO gewonnen in der ersten Runde. Davor habe ich bei M1 leider verloren. Wie du gesagt hast, das ist Erfahrung. Ich sage nicht unbedingt, dass der Gegner, der mich besiegt hat, war besser als ich. Habe einfach einen blöden Fehler gemacht und er hat ausgenutzt. Und deswegen, ja, natürlich, Ausland ist in Planung. Ich will mich im Ausland beweisen. Wie ich bewiesen habe, ich bin in Deutschland Nummer 1. Und natürlich will ich im Ausland kämpfen. Also ist eine unnötige Frage, denke ich. Sie sei trotzdem mir gegönnt, weil wir natürlich wissen wollen, wie es mit dir weitergeht. Aber ja, dann sind wir sehr, sehr gespannt, was da in nächster Zukunft und gerade auch noch mit dem Kampf, den du jetzt noch planst in diesem Jahr, da auf uns noch zukommt und was wir da noch erwarten können von dir. Ich bedanke mich soweit dann für das Interview schon mal vorab und würde euch nochmal die Gelegenheit geben, ein, zwei Worte loszuwerden. Bitte schön, die Kamera gehört euch. Ich fange bei dir mit dir an. Ich bedanke mich erstmal bei meinen Coaches, bei Ismael, bei André, bei meinem Boxcoach, der nicht da ist, Uwe, Buko, mein Freund. Blume, er könnte leider heute nicht kämpfen, er war aber in meiner Ecke. An alle meine Trainingspartner, auch an UFT-Gym, Ivan Djakovic aus UFT-Gym, da habe ich auch sehr viel Zeit, da habe ich auch sehr viel trainiert in dieser Vorbereitung. All-Stars-Gym, mein Manager. An meine Eltern in Bulgarien, alle meine Freunde und natürlich alle meine Brüder und Freunde, die heute mich hier unterstützt haben. Ich reiß trotzdem mal, weil auch wenn die Liste schon unglaublich lang war, aber vielleicht ist der eine oder andere auch noch vergessen worden. Also wir danken allen Zuschauern, die hier waren, die uns unterstützt haben. Dima hat hart gekämpft, hat den Hamburgern den Titel wieder geschenkt und wir hoffen auf nächste Kämpfe. Vielen Dank für alles. Uwe, was kann man da noch hinzufügen? Ja, war eine Top-Veranstaltung. Ich glaube, Dimitar hat heute echt viele neue Fans gewonnen, muss ich sagen, hier in Hamburg. Wirklich, also viele neue dazugekommen, denke ich. Immer beim Vorbeigehen, man merkt es hier, alle winken ihn zu. Und das war einfach ein Powerkampf. Wunderbares Schlusswort, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch für das Interview, für eure Zeit, so kurz direkt nach dem Kampf. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss aus Hamburg.